Freit Jowend optakt vum Rockefeld 2014 um Herrschesfeld zu Reiser. An et ass eng Editionioun vun de Rekorder nach nie huet de Rockefeld so lang gedauert, fir d'échte Kéier erstreckt sech de gréste Musikfestival zu Lëtzebusch iwwer 3 Deeg, an nach nie war och beispielsweis Bühnen so gross wéi dës Joer, 33 Meter breet an 20 Meter héich. Headliner vum Open Air sinn ënnert anderem 30 Seconds to Mars, Ellie Goulding, Kings of Leon oder The Hives. An noch eng Reihe Lëtzebuer Bands si mat dabei, dorënner Angel at My Table, Nathas Loves You oder The Majestic Unicorns from Hell. De Publik dann hat wuel seng Favoriten, aber die meescht waren awer och generell mam Line-up vun de Bands ganz zufrieden. Hauptsächlich für 30 Seconds to Mars. Ja, nein. Ja, es war direkt klar, dass man nimmer Freitags komme für 30 Seconds to Mars. Das flott wie all Joa, mir schon aber für 2 Joa und am besten fand das nur so nicht ganz mein Genre, mir war das aber immer flott. Also haltet die Dorgruppe ganz gern. Und keine Ahnung, das soll nicht fehlen, ich möchte wirklich auf Kings of Leon. Speziell sehe ich jetzt Autobridge ein. 30 Seconds to Mars, das ist auch super. Schwenkt am größten Gottes Line-up super. Super Atmosphäre, viele junge Leute, viele ältere Leute auch, tipptopp. Wunderbar gelähmt im Wald, tipptopp. 4500 Leute, da fanden das Jahr Platz um Festivals Camping. Der Camping, der wir in der Ambiance-Absenz für viele junge Festival-Fans immer ist das. Le Camping permet de rencontrer des gens en dehors du fait d'être en Festival. Permet de rencontrer d'autres gens qui viennent d'autres cultures, allemandes, francophones. C'est une expérience de vie. Néerlandophone. Une vraie expérience de vie. C'est une vraie expérience de vie, sérieusement, sans rire. Bah, les gens sourient, mais vraiment, c'est l'occasion de découvrir d'autres cultures. Et vraiment, c'est. Tais-toi. Viele nette Leute, Flunkyball, Bier. Ja, und die Toiletten sind auch ganz sauber, wenn ich hier gerade sehe. Ja. Camping ist immer flott, wieso, wo man. Ja. Der wesentliche Punkt neben der Musik an dem Camping dann ist aber natürlich die Verpflegung um Festival. Highlight ist dabei ganz sicher den XXL Rockefeld Burger mit Fleisch von lokalen Produzenten. Der Burger kostet ca. 7 Euro, generell bezahlt den ca. 3,50 Euro für ein Bier, ein Cola oder auch in Thüringer. Das ist extrem viel Auswahl. Ich bin absolut zufrieden. Wir wollten uns gerade Kaffee sicher gehen. Ja, Preis ist ganz okay. Noch ziemlich billig, ein Verhältnis wie zum Beispiel Robben am Ring oder sowas, noch ziemlich billig. Ich fand das ziemlich teuer. Ja, also zum Muss, wenn in den Tiki da schon hört und dann auch noch Getränke, also wirklich teuer. Und dann noch halt zu essen, wird immer mehr teuer. Der Preis davon ist ein bisschen zu teuer, nur ehrlich gesagt. Mit der Rest ist am Anfang aber gut gemacht. Kriegst du viel Leute, fünf Mal ist das gerne. That's acceptable. It's not very pricey. I was actually impressed with the organization while I was getting in, saying to hold all these people and make them function around, it must be a huge work. So well done.